Ihr seid also unterwegs Richtung Urwald. Während Spielen wir weiter. wir unterwegs sind, würdest du gerne einmal in die Runde fragen. Mit wem reise ich eigentlich hier? Stellt euch einmal vor. Ich mag es, die Namen Ist vielleicht meiner mal Zeit. Kompagnons zu kennen. Reagiert irgendwer auf die Frage? Nein. Stellt euch mal gerade vor. Spiel als Niemals. Anweisung. Ah, dann fange ich mal an. Ich bin Anne. Ich bin 35 und leider Gottes hier mit euch auf dieser Insel gestrandet. Zum Gruße. Okay, dann mache ich halt mal weiter. Ich bin Carlo, wie ihr seht. Ich bin alt, aber das macht nichts. Bin immer noch besser. Und wenn ihr wüsstet, was ich mache, dann würde es nicht lange wissen, weil dann wird es euch nicht mehr lange geben. Minös. Die Sagt Abwasser geht weiter. der Das ohne, Ominöse kommt sagt der vom ohne, vermutlichen Sektenanführer. sagt der ohne Waffe, der gerade einem mit Waffen gegenübersteht. Finde ich interessant, aber gut. Niemand kommt an unserem Bratpfannenkrieger vorbei. Ja, apropos, ich mach mal weiter. Ja, hallo, ich bin Harold und ich verkaufe Gurken. Sehr Was für Gurken erfolgreich. verkaufst du? Ich hole ein großes Glas mit eingelegten Essiggurken raus. Warte mal, du hattest die ganze Zeit Essiggurken und wir suchen hier uns dämlich nach Essen? Habt ihr nicht gefragt? Okay, nächste Frage. Warum hast du eine Bratpfanne dabei? Wenn du Gurken verkaufst. Radfahren sind Oh, praktisch. das Geschäft machen schon lange andere. Ich konzentriere mich darauf, durch die Welt zu reisen und neue Rezepte zu suchen, weil ich gern koche. Mir ist sehr langweilig. Ich habe sehr viel Okay, Geld. aber da habe ich noch eine Frage. Wir haben uns jetzt vorgestellt. Wer bist du denn? Styx, mein Name. Okay, das reicht mir. Okay. Gut, und du leitest irgendeinen Kult. Das wissen wir jetzt mittlerweile auch schon. Ich bin der Herold der Kirche der anderen Seite. Was für eine andere Seite? Die andere Seite, auf die Auserwählten gehen können, wenn sie dieses Leben verlassen. Satanismus. Durch meine Leitung können sie den Fluss überwinden, ohne den Fährmann bezahlen zu müssen. Wie viele Leute haben dir ihr gesamtes Erspartes gegeben und wie viele Leute hast du mit Getränken und Gift erledigt? Ich habe niemanden umgebracht. Ja. Ich glaub, die Antwort darauf würde uns verunsichern. Ich glaube, die Antwort darauf ist ja. Ich habe Ja, niemanden doch, in umgebracht. diesem Kult noch nicht. Gut, ich würde sagen, Nein, das war nicht wahr. nach dieser kurzen Vorstellungsrunde gehen wir dann mal weiter Richtung Urwald. Wir müssen immer noch einen Waldgeist finden. Okay, ihr lauft so also Richtung Urwald, den Strand entlang. Ihr seid einen halben Tag lang zu Fuß unterwegs. Ihr seid so gegen Mittag aus dem Hotel rausgekommen. Ihr lauft einen halben Tag. Als ihr am Rand des Urwalds ankommt, geht langsam die Sonne über dem Meer unter. Und ihr kommt kurz vor dem Urlaub, ja, kurz vor dem Urlaub. Kommt ihr an ein altes Schiffswrack, also beziehungsweise das, was von dem Schiff noch übrig geblieben ist. Ich Da sicher liegen ist. ein paar Latten am Strand herum, ein bisschen Holz liegt dort noch rum. Also man kann noch grob erkennen, dass das mal ein Schiff gewesen sein soll, aber es ist da. Ich Also. würde es auch langsam durchsuchen. Ich durchsuche nicht langsam, ich durchsuche schnell. Neben dem, Ich also durchsuche nicht.
Die sind neben dem Schiffswrack, also ihr seid schon am Rande des Urwalds, also neben dem Schiffswrack findet ihr eine notdürftige Unterkunft. Da ist so eine Plane irgendwie aufgerichtet an zwei Stöckern irgendwie so ein bisschen, damit es da nicht reinregnet. Und unter dieser improvisierten Plane sitzt ein Skelett, welches eine Flasche Wein, die halb leer getrunken ist, in der Hand hält Ich nehme den Wein. und in der anderen Hand hält ihr ein Sektglas mit und dieses Skelett hat einen Pfeil im Kopf. Ich würde auch einen Pfeil an mich nehmen. Ich nehme die Weinflasche. Ich setze mich neben das Skelett. Ich schlage vor, dass wir in diesem Schiffswrack übernachten, da ich keine Lust habe, bei Nacht in einem unbekannten Da ist Urwald kein. rumzulaufen. Da, ihr versteht das falsch, da ist kein Wrack. Das ist also, ihr habt ein Stapel Holz ist dort. Das ist Ja, gut. nicht mehr, da ist nichts mehr, wo man sich unterstellen könnte. Also es ist halt wirklich da. Es Da ist ist nur nach bei oben dieser. offen, es ist etwas, was mit, also, wenn man zusammenpuzzeln würde, würde da vielleicht ein Teil eines Schiffs rauskommen. Das ist In aber, das Ordnung, ist da in nicht. Ordnung. Dann schlage ich vor, wir leisten unserem Skelettfreund hier diesen Abend Gesellschaft. Wie schon Also, Ein Vorzug. Leute, ich hab ne Vorschlag. Ich habe einen Schlafsack, eine Isomatte und eine Hängematte. Das ist schon mal genug für zwei Leute. Habt ihr noch mehr Ich zum habe Schlafen? auch einen Schlafsack. Ich habe einen recht Ich hab eine großen Hängematte. Mantel dabei. Okay, das heißt, wir haben genug Sachen für uns alle vier zum Schlafen. Ich nehme die Hängematte und gebe den Schlafsack und die Isomatte jemand anderem. Ich nehme den Schlafsack. Also das zusammen, dass du halt irgendwo schlafen kannst, wo es auch weich ist, weißt du. Interessant. Dafür habe ich den Mantel. Ich schlage einfach mal vor, dass wir nicht alle gleichzeitig schlafen, da unser Oder so. netter Skelettfreund einen Pfeil im Kopf hat. Ja, ich Und würde ich gerade mal. ungern mit einem Pfeil im Kopf aufwachen Ich würde. würde Er hat doch, ich übrigens würde keinen vorschlagen, Kopf. dass Er der. hat Da. genau genommen keinen Kopf mehr. Ich Den habe habe ich jetzt. Es ist übrigens auch ein Fass. Neben dem Skelett sitzen, befindet sich auch noch ein Fass. Ja, Ist da was drin? auf dem da mal. Ihr könnt mal gucken, ob das. Kann ich schauen, ob da was drin ist? Ich nehme die Axt und würde versuchen, damit das oben wegzuhebeln. Okay, nimm ruhig die Axt. Ja, irgendwie muss es ja Möchte halbwegs sich noch jemand genau umgucken? Ja, Ja, tatsächlich schon. ja. Ich würde auch mal die Umgebung mir angucken, ob da irgendwas Interessantes ist. Ihr seht, wenn ihr ein bisschen weiter um das Fass herumlauft, seht ihr tatsächlich ein Brecheisen, was neben dem Fass liegt. Nice. Kann jemand gut zuschlagen? Und ich würde euch Ja, mal. anwesend. Und Und nehme neben. das Brecheisen an sich. Ich kann Ja, das Brecheisen Zwergi. gerne nehmen. Und übrigens, bevor ihr weitermacht, ist eine Menge los dort am Strand. Bevor ich weitererzähle, was es da gibt, wenn ihr euch umguckt, würde ich mal sagen, würfelt alle mal an dieser Stelle direkt mal auf Wahrnehmung. Das ist geschafft. Das ist sehr gut geschafft. Nö, ich bin auf das Fass konzentriert. Wer hat's sehr gut geschafft? Ich hab's richtig gut geschafft. Anne und Carlo haben es sehr Nachtsichtige gut 2. geschafft. Okay, Glücks hat ihr es auch zwei. geschafft. Glücks ist Ihr auch zwei geschafft, das ist seht, normal. also alle, die es geschafft haben, sehen ganz in der Nähe von dem Fass und von dem ganzen von der ganzen Sache dort. Ihr bemerkt, dass dort im Gebüsch in der Nähe etwas raschelt. Man sieht dort etwas, dass dort irgendwas scheint dort im Busch zu sein. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Ich gehe sofort in geduckte Stellung und versuche den anderen so leise wie möglich mitzuteilen, dass sie mal herkommen sollen, um denen das zu berichten. Ich hole diesen angespitzten Stock von unserem Kannibalenfreund aus dem Hotel raus und gehe auch so halb in Deckung. Wer hat denn die Waffe? Harold hat. Ich habe ein Brecheisen, ich habe eine Pfanne, ich habe einen Schädel, ich habe viel. Ich halte meinen Revolver fest in der Genau, wir hatten Hand. Revolver, genau. Okay, dann würde ich sagen, Harold, kannst du vorgehen? Du bist der Beste im Nahkampf von uns. Und Ja. dann würde ich sagen, dass Dux direkt hinter dir läuft mit der Waffe und dann gucken wir mal, was da in dem Gebüsch ist, weil da hat irgendwas geraschelt. Habt ihr mal eben ein Seil?
Ja, ich habe ein Seil. Gut, leistet es mir. Wofür brauchst du es? Wartet einfach mal ab. Ich gebe ihm das Seil. Gut, ich würde mir 20 Meter. Sehr gut, ich brauche nicht so viel. Ich würde mir tatsächlich die Pfanne, weil sie sehr groß und sehr lang ist, als Rüstung über die Brust quasi binden. Und das Brecheisen nehmen. Ich würfel dafür mal auf Herstellung, wie gut es geht. Nein. Ich könnte auch auf Herstellung würfeln oder auf Basteln. Ja, und die so aushelfen, meinst du? Von außen. Ja. Ja, das können wir machen. Ich guck mal. Nein. Wir sind alle unfähig, das ist toll. Okay, während die da... Wieder. Da geht jemand anders vor. Ich kann euch die Spannung euch ein bisschen nehmen, während ihr da rumdoktort, hat was auch immer da ist euch im Gebüsch entdeckt und rennt vor euch weg. Also es rennt ist in was den, Menschliches oder was Animalisches? Könnt ihr von dort, wo er steht, nicht aussehen, aber es rennt weg und rennt in den Urwald hinein. Sieht man es auch nicht an Wahrnehmung oder also kann man nicht auf Wahrnehmung so würfeln? Es ist eigentlich schon so schnell weg, dass es nicht mehr. Also okay. Ihr seid mit Basteln beschäftigt. Da. Naja, ich nicht, deswegen. Kreatur ist weg, zufriedenstellen. Kreatur ist erstmal weg. Nach dieser Begegnung wiederhole ich meinen Vorschlag, dass wir nicht alle gleichzeitig schlafen, sondern Wache halten sollten. Wer hält die erste Wache? Ich halte die zweite. Ich halte die erste bis Mitternacht. Nein, ich würde sagen, dass der die Wache hält, einfach den Revolver kriegt. Es tut mir leid, wenn das so ist. Du kannst sie am Ende haben, wenn wir alle wach sind. Aber ich würde trotzdem sagen, zur Sicherheit, wenn jemand schießen kann, dann sollte er Wache halten mit der Wache. Jawohl. Das Skelett ist der Meinung, das Skelett widerspricht euch und ist der Meinung, ihr solltet alle schlafen. Oh, ein sprechender Schädel. Nee. Das Skelett spricht. Wer wollte als zweites machen? Weil ich kann auch schießen, dann kann ich als erstes machen. Bei mir hat das auch geklappt. Ich habe hab geschlafen. Styx möchte die zweite Wache halten und die Person, die erste Wache hält, also Carlo, glaube ich, kriegt den Revolver. Gut. Ich halte mit Carlo erste Wache, also Anne und Carlo erste und dann hält Styx die zweite. Und Harold kann uns was Leckeres kochen. Das würde ich tun. Ich habe Menschenfleisch. Gut, gibt das Menschenfleisch her? Ich gebe ihm das Menschenfleisch. Ja, zwar noch Frosch aber. Ja, und wir haben Gurken. Ja. Ihr wollt ich euch... noch einen Bulgursalat. Ich kann noch eine Pistazie beisteuern. Ihr wolltet euch am Start noch umgucken, oder? Nee, erstmal nicht. Ich würde erstmal uns ein Nachtlager aufstellen und am nächsten Morgen dann schlage ich vor. Macht Sinn. Ja, ich kümmere mich in der Zeit ums Kochen. Und dann baue ich in der Zeit schon mal ein bisschen Lager auf. Also wir haben ja zwei Hängematten. Hast du das verbrannt? Und eine Isomatte. Ist ein bisschen angebrannt. Aber genießbar. Gerade so noch. Also ich bereite dir schon mal die zwei Hängematten vor und leg die Isomatte auf den Boden. Ja. Damit wir uns einfach hinlegen können, dass wir danach nicht mehr noch was machen müssen. Ja. Also wollt ihr euch alle schlafen legen jetzt, oder? Nee, Anne und Carlo werden jetzt erstmal erste Wache schieben und dann die zweite Wache macht dann Styx. Richtig. Okay. Also zwei legen sich schlafen. Ja, genau. Genau, weil wir wollen halt nicht von irgendeinem Vieh gefressen werden oder falsch. Ihr habt zum Abendessen das gegessen, was Harold euch gebacken hat. Es hat nicht sehr lecker geschmeckt, aber es hat euch satt gemacht. Gut, was man kann. Kriegen wir dadurch auch wieder Heilung? Ja, aber ihr kriegt euch auch durch Schlafen Heilung. Also, und zwar gut. Wie viel? So. Ich denke schlaft erstmal, dann reden wir darüber. Das ist dann. Okay, wenn die anderen beiden schlafen, dann mache ich mich an andere ran. Ich flirte mit ihr. Okay. Ich nehme die Pfanne und dann sage, komm näher und du kriegst eine drüber damit. Okay. Dann höre ich weiter auf und schaue mir die Umgebung an und suche nach möglichen Feinden.
Okay, die beiden, die wach geblieben sind, die erst Wache halten, ihr würfelt jetzt mal auf Wahrnehmung. Die beiden, die schlafen, schlafen ein. Es vergehen ein paar Stunden. Um eins nicht geschafft. Würfelt. Okay. Exakt das geschafft. Oh. Perfekt. Okay, dann würfel ich mal. Einer von uns gut. Dann würfel ich mal, ob was passiert. Du siehst, die Nacht, also bis während eurer Schicht passiert nichts, es bleibt ruhig, du bleibst, also Carlo hat es nicht geschafft. Ja. Okay, Carlo merkt es ab und zu mal so ein bisschen wegdöst, aber du kommst dann wieder zu dir und also du so kurz Sekundenschlaf, du wachst dann wieder auf. Okay, sobald ich merke, dass der Sekundenschlaf zu lange andauert, wecke ich Styx und sag ihm, können wir wechseln. Anne bleibt wach und kriegt auch mit, dass da momentan nichts, dass da nichts läuft. Ich wecke dann Styx, sag ihm, können wir wechseln, ich döse bald ein und gebe ihm dann die Waffe. Styx lässt sich wecken und hält entsprechend eine Wache. Okay. Ich gehe zu Styx und sage, ich würde mich jetzt auch schlafen legen. Behalt mein Auge auf Carlo. Ich will eine ruhige Nacht haben und lege mich möglichst weit weg von Carlo. Natürlich. Also schlafen jetzt drei und einer halt wache, oder? Genau. Ja. Okay. Dann würfel mal auf Wahrnehmung. Der du wach heißt. Das ist ein kritischer Misserfolg. Okay. Wir werden alle sterben. Dann würfel ich nochmal. Jetzt hoffen wir nur, dass... Das hat nichts passiert. Es ist passiert zum Glück nichts. Es war ein kritischer Misserfolg. Du bist so müde vom Tag, was passiert ist. Du pennst während der Wache ein. Die Nacht vergeht, es wird morgens. Ihr wacht alle auf und merkt, dass alle geschlafen haben. Ihr wacht auf und merkt, dass der Styx auch geschlafen hat während seiner Wache. Ich gehe zu Styx und gebe mir eine Backpfeife. Unhöflich. Ja, es ist auch unhöflich einzuschlafen. Weil wir das Modi einzuschlafen als Wache. Es ist aber nichts passiert und wir sind auch am Leben. Entsprechend war ich aufmerksam genug. Nein, du hattest einfach nur Glück. Du glaubst also, dass Glück existiert. Ich glaube, dass ich dir gleich noch eine pfeffere, wenn du weiterredest. Viel Vergnügen dabei. Ich guck mich um und gucke, ob es irgendwo Palmbäume gibt. Oder Palmen. Also Palmenbäume nicht, aber es gibt verschiedene Bäume. Ja, also der Ufer jetzt hat nicht große Bäume. Okay. Palmen nicht direkt. Dann gehe ich zum Waldrand und würde einmal auf Kräuterkunde werfen, ob ich irgendwas finde, was entweder essbar ist oder medizinisch verwendbar ist. Also am Rand des Waldes brauchst du nicht drauf zu würfeln, am Rand hat der erstmal nur Gestrüpp und... Okay. Aber ihr habt das Fass noch nicht geöffnet. Hast du doch gesagt, dass doch. Ich das Fass doch, öffnet. Er hat gesagt, dass es öffnet. Wir haben nur nicht reingeguckt. Okay, ich habe noch nicht reingeguckt. Wollt ihr auch mal reingucken? Ja, rein. Jedenfalls, ihr seid am Wald, ich guck rein ins Fass. Am Boden des Fasses befinden sich zwei Cracker, die Tiernahrung, die man einen Papageien, Affen würden das auch essen, ein Hund würde das auch vertragen, das ist das Tiernahrung. Zweimal Tiernahrung. Also okay, ich schreibe mir zweimal Tiernahrung auf. Quasi nicht Nahrung, sondern so Leckereien für Tiere. Alles klar. Ein paar Schritte neben dem Fass steht eine Toilette.
Die Toilette hat wohl das Skelett zu leben, lebzeiten benutzt. Und merkwürdigerweise steht neben der Toilette ein Tresor. Mit einem Drehrad, auf dem verschiedene Zahlen draufstehen. Also Zahlen von. Ich gucke in die Toilette. In der Toilette. Ich lese sie gerade nicht, aber da müsste in der Toilette. In der Toilette müsste ein Zettel da drin sein. Eine Brieftasche befindet sich in der Toilette. Eine Brieftasche. Ich gucke in die Brieftasche. In der Brieftasche ist ein Zettel. Wie gesagt. Ich gucke auf den Zettel. Auf dem Zettel steht folgendes: B, 5, B, 9 und K. Ne, Quatsch. Ich gebe den Code in den Tresor ein. Es steht ein 5 rechts, B, links, 9 rechts und K steht drauf. Ich gebe den Code ein. Ich gehe davon aus, dass die Buchstaben zusammen stehen. Das heißt, B ist 2, K ist. Weiß ich nicht. Hab gerade den Alphabet nicht offen. Okay, du kann löst das Rätsel. Sein. Du löst das Rätsel, okay. Ja. Ich löse das Rätsel, das ist jetzt nicht sonderlich komplex gewesen. Schade. Du öffnest den Tresor. Sollte euch ein bisschen mit aufhalten. Mit Geld kenne ich mich aus. Mit Geld und Tresoren kenne ich mich aus. Falls es dir irgendwas in diesem Abenteuer nutzt, kannst du dir jetzt. Könnt ihr euch untereinander aufteilen, 860.345 Euro Euro oder Dollar? Euro. Wie viel? 860 Euro und 860.345 Euro. Ich greife definitiv einen Teil davon. Das habe ich ihr seid gerade am Ball, ihr wisst nicht. Nein, ich bin nicht so bald gegangen. Oh, schade. Dazu liegen noch Aktien drin. Könntest ja mal schätzen, wie viel wert die sind. Eine Stapel Aktien liegt drin. Zwei Rolex-Uhren sind übrigens drin. Das ist auch meine. Die binde ich mir nochmal um. Eine sehr hübsche, teure Kette liegt dort drin. Die nehme ich mir. Frage ich. Und ein ausgedrucktes Affen-NFT. Mich interessiert nur das Geld. Eine Wertanlage. Das Geld können wir uns aufteilen. Ich würde die Aktien nehmen. Ich gehe davon aus, die brauchen jetzt nicht unbedingt einen Tastlot. Und die Rolex packe ich mir um den Unterarm. Wie viel Rüstung geben mir die? Am Unterarm. Nicht wirklich etwas. Ich habe hier nicht mit Rüstung gerechnet. Ich sehe, das ist da. Ich schreibe Rüstung 1 auf. Ja. Gut. Rüstung zählt hier nicht. Wie viel Geld war das nochmal insgesamt? 860.345 teilt es euch auf. Wir teilen es am Ende auf. Okay, ja. Hast du sie aufgeschrieben? Ich hab's mir aufgeschrieben. Okay, und Aktien im Tresor sind, schaue ich mal auf das Gebüsch, wo wir letzten und Aktien Nacht im Wert von wisst ihr nicht. Hast gehört? Nee, habe ich nicht gehört. Ich schaue noch mal auf das Gebüsch, wo da diese Gestalt war. Wo es gerade geraschelt hat. Und schau, ob sich da noch was bewegt. Da ist gerade nichts. Okay. Ich gehe zu den Zweien im Lager zurück und frage, ob wir uns jetzt in den Dschungel bewegen wollen. Vorzüglicher Plan. Ich würde mich gerade nochmal umgucken, sehe ich in dem, nennen wir es mal, frag noch irgendwelche Fäden oder Seile oder irgendwas in der Richtung. Nö, du findest ein paar rostige Schrauben, Nägel, du findest Bretter, du findest, wenn du dich umguckst, findest du eine Planke auf ein Brett, auf dem der Name des Schiffs aufgeschrieben wurde. Da steht übrigens Seeaffe drauf. Gut, dann möchte ich mal Folgendes machen. Wer von euch braucht noch eine Nahkampfwaffe? Eine richtige bräuchte ich schon. Ich habe einen angespitzten Stock, ich weiß nicht, ob das als Nahkampfwaffe zählt. Spielt als improvisierte Waffe. Ich würde halt einfach mal sagen, ich nehme mir die Zeit, während die anderen noch irgendwas anderes machen und würde
Einfach für den Stil in das Brett, wo der Name steht, würde ich die rostigen Nägel mit Hilfe der Axt, damit ich sie nur noch eine Runde verwenden kann. Würfel mal auf Basteln. Reinhauen? Ja, ich beschreibe nur, vielleicht gibst du mir einen Bonus. Ja, das geht. Ich mache ein Nagelbrett für eine Person. Yay. Okay. So diesen Klassiker, das schwingt so und ja. Alle improvisierte Waffen und das, der Holzspeer, der hat, die haben einen W10 plus 5 Schaden. Also genauso viel wie die Pfanne. Dann würde ich fragen, ob ich das Nagelbrett haben kann, weil mein kleines, mickriges Messer bringt mir nicht viel. Sicher, hast du ein Seil? Ich habe das Seil dir schon gegeben. Ach so, stimmt. Ich habe dir 20 Meter Seil gegeben und du fragst, ob ich noch Seil für dich habe. Gut, dann möchte ich nochmal drauf würfeln, um noch was herzustellen. Nein. Wird leider noch nichts. Okay, bekomme ich das? Ja, bekommst du. Dankeschön. Sicher. Da fühle ich mich jetzt viel sicherer. Mein Billo-Messer kann nicht viel. Gut. Wollen wir dann aufbrechen in den Dschungel? Ja. Ja. Wir gehen in den Dschungel. Okay, ihr geht in den Dschungel. Was suchen wir? Wir suchen einen Waldgeist. Ich drehe mich zu Styx und frage ihn: Kennst du dich mit Geisterbeschwörung aus? Ich würde gerne auf mein spirituelles Wissen bezüglich Geisterbeschwörungen würfeln. Besonders Geister des Waldes und der Natur. Ob du etwas weißt darüber oder ob du... Ja. Okay, eigentlich ist der Wert eigentlich nicht so richtig dafür gedacht, aber... Warum? Es ist spirituelles Wissen. Okay, ja, Würfel drauf. Genau das. Würfel drauf. Geschafft! Du hast das Spiel ausgedribbelt. Du bist einfach besser. Was kannst du wissen? Vielleicht wie er den Geist beschwört. Oder wie wir ihn finden können. Also du weißt... Was kannst du wissen? Was erzähle ich dir? Hoffentlich mit dem Geist beschwört. Lass mich ein paar Minuten überlegen. Natürlich. Okay, in der Zeit unterhalten wir uns weiter. In der Zeit könnt ihr mal den Urwald erkunden. Das könnt ihr nicht sagen. In der Zeit gucke ich, ob ich irgendwo essbare Pflanzen finde. Oder die medizinisch brauchbar sind. Würfel mal auf alle, die was rausfinden wollen, würfel mal auf Pflanzenkunde oder was ähnliches. Geschafft, die Pflanzenkunde. Okay, du findest... Ich hab eine Kritik, findest du? Viel Spaß damit. Sie können machen mal gleich erstmal das. Also es gibt tatsächlich ein paar, ihr lauft ein paar Meter durch den Urwald. Es gibt ein paar Beerenbüsche, wo es ein paar. Ich sammle so viele Beeren, wie ich tragen kann. Okay, Modi sammelt auch Beeren ein. Also, Modi, du sammelst rote Beeren ein, er sammelt blaue Beeren ein. Du weißt Bescheid. Aber dein Charakter nicht. Okay, in der Zeit gehe ich einfach zu Anne hin und sag, okay, das wie gestern Nacht, das tut mir leid, okay? Das ist ein bisschen was über mich gekommen. Also für deinen Charakter geht's gerade nicht so gut. Also Modi, für deinen Charakter sind das ja sehr essbare Beeren. Das ist mir schon klar, du brauchst mir das nicht erklären. Ich sehe die Beeren, die Nein, siehst du nicht. Wenn er auch Beeren sammelt, dann sehe ich die doch. Nein, siehst du nicht. Ja, das stimmt. Doch. Okay, du siehst die Beeren am Busch, aber du siehst es nicht unbedingt, dass er sich welche eingesteckt hat. Okay. Ich zeige die Beeren, die ich gesammelt habe. Okay, das ist tolle Beeren, die ich gesammelt habe. Ich sag, ess die mal nicht, aber gib mir mal ein paar davon ab. Fantastisch. Wir Oha. Teilen die Beeren auf. Wir wissen beide, wofür wir sie verwenden werden. Nein! Okay. Carlo, ich kenne mich nicht aus, ich finde das unfair. Carlo, halt dich von mir fern. Okay. Und ich denke währenddessen an das Geld in dem Tresor. Falls wir Okay.
Da koche ich uns was Schönes aus den Bären. Stimmt, du kannst kochen. Oh, scheiße. Danke für die Aufklärung. Habe ich mittlerweile Informationen darüber, kann ich mittlerweile wissen, was ich weiß mit meinem erfolgreichen Beruf auf spirituelles du willst Wissen, was Beschwörung wissen. Von Erdgeistern? Du willst was wissen über Waldgeister, willst du wissen? Ja. Okay, dann ich gebe dir, dass du weißt, dass Waldgeister indirekt nicht gibt. Direkt gibt's Waldgeister nicht. Also du hast aber was von einem Wassergeist gehört. Und du denkst, du würdest sagen, also wenn in einem Urwald wirst du einen Wassergeist vermuten und wenn du gerade wenn es um Elementargeister geht, ist der Waldgeist, also ist jetzt dir, also im, wenn sich ein Geist im Urwald aufhalten würde, dann ist das, aus, ist am ehesten Wasser, dann ist das eher der Wasser, also eher, es wird sich eher der Wassergeist im Urwald aufhalten als der Erdgeist. Das ist der Waldgeist. Und wo ist dann, wo ist dann der Flussgeist? Wahrscheinlich im Fluss. Der Flussgeist ist der Berg. Der Wasser. Ist der, im Meer. Also du könntest, also man könnte mit viel Kreativität, Waldgeist, Flussgeist, Wassergeist, das ist dasselbe. Dann hat sie aber nur von drei Geistern gesprochen. Sie sprach vom Waldgeist, sie sprach vom Flussgeist, sie sprach vom Windgeist und vom Berggeist. Berg. Richtig. Also ich hatte von vier Geistern geredet, aber ich habe nicht richtig zugehört. Du hast... Ich habe das zweimal wiederholt. Das eine Mal wurde ich in der Mitte unterbrochen. Und das zweite Mal habe ich es dann nochmal wiederholt, habe dann nicht zugehört. Sorry, aber... Okay. Dann wissen wir nicht richtig. Sind vier, an irgendeinem Punkt ist es falsch gelaufen. Wir wissen aber nicht, welche vier... Also du weißt durch deine Kenntnisse, dass der Wassergeist... Im Urwald ist. Den Hinweis kriegst du durch mich jetzt, durch deinen gelungenen Danke. Wurf. Ich hatte einen Gedanken. Wenn ich mich an einige meiner Nachforschungen korrekt erinnere, sollten wir hier in einem solchen Wald einem Wassergeist begegnen. Okay, dann suchen wir wahrscheinlich einen Fluss oder so, ne? Ich behaupte, die Luftfeuchte ist genug für den Wassergeist. Vielleicht sollten wir versuchen, tiefer in den Urwald vorzudringen, um seine Präsenz zu finden oder einen Punkt, an dem er gebunden ist. In Ordnung. Ich würde vorschlagen, dass wir aufpassen. Also suchen wir einen Fluss wahrscheinlich. Potenziell. Oder eine Quelle. Ja. Okay. Ich schaue noch in den Ästen, also oben in den Kronen der Bäume suche ich irgendwie nach, ob ich irgendwie Tiere oder so sehe, so Affen oder so. Okay, lass mal kurz drauf würfeln. Okay, ich muss mal ein bisschen würfeln, ein bisschen was ausmachen. Sekunde, gib mir ein bisschen. Okay, slash R, 15. Okay, du findest im Baum... Okay, im Baum befindet sich, also du hast gerade einen großen Baum vor dich, da ist eine kleine Höhle, Einhöhlung drin. Irgendwie jetzt, der Baum ist innen ein bisschen hohl. Wenn du rauskommst, in dem Baum siehst du eine Fledermaus hängen. Okay, aber das ist jetzt nur so groß wie eine Fledermaus, jetzt nicht für einen Menschen, die das doch, oder? Die passt auch gerade so rein, die Fledermaus. Okay. Okay. Die ist auch ein bisschen merkwürdig, dass die sich hier nehmen, aber das ist eine Fledermaus in einem Baum. Okay, dann ich teile den anderen mit, also irgendwie ist komisch hier. Ich sehe keine Tiere, aber ich habe eine Fledermaus gefunden. Ich schlag
Ich schlage vor, dass wir trotzdem wachsam bleiben, weil in Urwäldern gibt es in der Regel Schlangen. Ich habe ja keine eben, Lust. Das meine ich ja. In Urwäldern habe ich eigentlich ganz viele Tiere erwartet, aber ich habe nur eine Fledermaus gefunden. Ja, weiter. Also, sag mal, Nummer 2, der liebe Mordi. Harold, an deinem Fuß bemerkst du gerade, dass da irgendwas entlang schlingelt. Ja, unangenehm, Schlangen. Es ist tatsächlich eine Schlange. Fuß hoch. Tatsächlich eine Schlange, die schlingelt sich da entlang. Ja, ich nehme den Fuß hoch und gucke, dass ich nicht auf die Schlange trete. Ja, die geht ihres Weges. Okay, ihr lauft so weit durch den Wald. Und ja, es passiert erstmal nichts. Okay, aber ich schaue mich weiter in den Baumgipfeln um, ob ich irgendwas finde, sowas. Ich würde mich gerne auch umschauen. Also Gipfel, auf dem Weg einfach, dass ich ein Auge auf den Wälder hab, auf die Bäume hab. Du findest. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, du findest nicht jetzt weniger auf den Bäumen, eher unten am Zupfen ein paar Frösche rum. Okay. Also auf jeden Fall doch Leben hier, also es ist doch ein bisschen mehr als erwartet. Ist ein bisschen was los, es ist da wirklich, es sind ein paar Tiere umher. Wenn sich noch jemand umgucken will. Ja. Ich gucke mal nach interessanten Pflanzen. Ich schaue einfach nur nach Dingen, die auffällig sind. Falscher Würfel. Es ist auch, Ich habe nach Pflanzen geguckt. Was habe ich gewürfelt? Die 6. Das sind nur 6. Ja, sind auch weiter. Ups. Durchs Gestrüpp, du siehst, dass durch das Gestrüpp noch ein bisschen was anderes durchläuft. Und was? Ich muss mal gerade die Aufnahme wieder fixen. Das geht ja nicht klar. Was tust du denn? Ich hab Scheiße gebaut. So, jetzt ist wieder. Jetzt dürfte es wieder gefixt sein. Na, ist es wieder aus Team? Ja, sehr schön. Danke. Dinge waren zu sehen, die nicht zu sehen sein sollen. Die private Pokémon-Sammlung. Was wolltet ihr? Was war der letzte? Weißt du was ich da gesehen habe durch das Gestrüpp? Und durch das Gestrüpp, du merkst, dass dort gemächlich läuft dort ein Capybara läuft dort lang. Das kann man im essen. Urwald. Im Urwald. Ja. Weird. Interessant. Verprügeln wir das Tier? Ja, ich bin dabei. Essen, das arme Ding. Gutes Essen. Na, dann würfelt mal Angriff. Es schützen sich gerade 4 hungrige Leute auf. Ja. Ein 3! Nein. Ich schaff's nicht. Ihr seid zu hungrig. Nein. Um den armen Ding was anzutun. Ich schaff's auch nicht. Wir laufen alle dran vorbei. Okay, wir das. Alle gleichzeitig hin und stoppern übereinander. Das Capybara rennt vor euch weg, nachdem sich 4 erwachsene Menschen auf ihn draufgestürzt haben. Ist verschwindet. Sofern es rennen kann. Also ja, Capybaras können rennen. In dem Moment kann das. Also bleibt es bei Bären. Ja, es bleibt erstmal bei Bären. Und Menschenfleisch. So, du willst Pflanzen untersuchen? Ich wollte Pflanzen suchen. Dann würfel mal auf Pflanzenkunde, ob du da was findest. Hast du schon? Hast du was gefunden? 22. Hast du gefunden? Das ist. Ja. Du findest tatsächlich ein paar wohlriechende, also ein bisschen etwas von dem Gebüsch ist, riecht wohl. Und das scheint für dich was Genießbares zu sein. Was genau kannst du gerade nicht bestimmen, aber das ist.
Wenn du was davon in den Mund steckst, schmeckt's. Es schmeckt gut. Gut. Kannst du jetzt Kräutergewürze. Genießbares an Gemüse. Genießbares Gewürz ist das eher so ein Kräuterzeugs. Gewürz. Ich habe jetzt keinen Bock, das näher zu bestimmen. Ich habe Pfeffer gefunden. Halleluja. Okay, weiter okay. geht's. Finden wir irgendwann einen Fluss oder Quelle. Ich würfel noch mal was. Sekunde, das muss ich noch mal würfeln. Als ihr eine Weile durch den Urwald lauft, kommen euch zwei, ihr seht in der Entfernung ein paar menschliche Gestalten ankommen, die euch erstmal nicht wahrnehmen, sondern erstmal die laufen durch den Urwald. Okay, ich laufe schon mal geduckt und versuche mich so an Bäumen anzuschmiegen, weil ich habe ja meine Tarnuniform an. Ich, Anne, versuche fröhlich und in einer willkommenen Art und Weise auf die zwei Leute zuzugehen. Nicht bedrohlich! Deswegen verstecke ich mich. Hast du Bock zu sterben? Rechts. Okay, ich laufe so rechts vorbei, sodass ich nicht direkt auf sie zulaufe, so rechts an Anne. Vorbei. Styx läuft mit Anne mit, den Revolver hinter dem Rücken. Also ihr lauft auf die zu. Ja. Okay. Na dann. Dann würfelt mal Initiative. Alle, auch die sich versteckt haben, würfeln mit. Die zwei werden auf euch aufmerksam. Die werden auf euch zu aufmerksam. Nee. 20. Ich würde mal sagen, würfelt mal einfach ein D100. Cool. 85. 3. Der mit dem 19. 8. Der mit dem niedrigsten darf anfangen. Ui, und ich hatte 3 gewürfelt. Ich bin Zweiter. Und die Leute greifen nach euch an. Ich bin Letzter. Die greifen an. Sie greifen uns also an. Sie sind also ja, die kommen euch zu und greifen euch mit. Die sehen so ähnlich aus wie der Kollege, den ihr im. Ich hab jemanden auf das Strandbild von. Der Fleisch. Sehen so aus wie die Kollegen, die ihr im Urwald, die ihr im Hotel gesehen habt. Ich würde gerne nach der größeren Person von beiden schießen wollen. Du bist als erstes dran? Okay, dann schieß. Ja. Ich würfel einfach die 100. Würfel einen die 100. Ob du es schaffst. Das ist nicht geschafft. Ich habe jetzt Zahlen gewürfelt, die sind beide nicht geschafft. Da kam welcher davon jetzt gilt. Meine Maus hat doch der weggeklickt. Erste. Der erste. Okay. Ist ein kritischer Misserfolg. Du. Der Revolver explodiert in dein Gesicht. Nicht ganz. Das schafft der Revolver nicht ganz, aber. Wehe, du triffst mich damit. Das ist eine kritische 100, deswegen. Viel Glück, Leute. Okay. So, dreh. Herr Fender, welcher Charakter ist deiner? Ich bin die 2. Ich war die 3. Nee, du bist in. Ich geh nach Discord-Reihenfolge. Pathfinder, welcher ist dein Charakter? Anne. Dann Anne. Dann du darfst, ich bin so fair, du darfst einmal ausweichen. Weil ich das wichtig nicht geben, dass du erschossen wirst. Ausgewichen werden. Okay, oh, dann stirbst du. Ich kann nicht der Regelnazi sein, aber nein. Okay, Morty hat mich erwähnt, dann würfel mal einen D8 Schaden aus. Nee, 8 D10 Schaden. Oder wie viel war es? 8, die Waffe macht nur 6 D10. Wie viel? Also 6 D10, dann macht 6 D10. War 6 D10. Es war ein Kopfschuss. Es war 6 D10. Scheiße. Würfel mal Schaden aus, wenn es dann. Er soll jetzt werfen. Entweder du darfst ausweichen oder du kassierst den Schaden. Ja, gut, 22. Obwohl, ich habe eine kritische 1 dabei. Okay, das war ein Schaden. Ja, du hast erstmal eine Kugel im Bein stecken. Minus 22 Team Damage. Ja, mit einer Pistole zu schießen ist erstmal, wenn das ein kritischer Misserfolg ist. Sorry. Ausweichen ist bei einem Pistolenschuss eigentlich nicht.
Ja. Ja, das ist. Du bist nicht Neo. Das ist, glaube ich, nur bei DSA und D&D so, dass du theoretisch Projektile und dann zieh dir den Schaden ab und du hast jetzt erstmal. Ja. Ja, gut. Ich würde auch erstmal sagen, logischerweise hast du jetzt erstmal auch ein bisschen Schwierigkeiten. Ich schreie auf und verfluche Styx. Dass er doch das nächste Mal bitte ordentlich zielen soll. Gut, der nächste darf angreifen. Gut, diesmal bitte die Gegner. Gut, dann muss ich mal kurz gucken. Wer ist nach mir dran? Die Feier ist immer gut. Aber nee, Harold ist nach uns dran. Der hat doch eine 8, ne? Also, ich bin als zweites. Ja, Styx hat gerade seinen Kompagnon erschossen. Jetzt bist du dran. Gut, dann werde ich versuchen, mit Carlo zu ermutigen, um ihm eine Erleichterung zu verschaffen auf seinen nächsten Angriff. Ja, die wissen ja nicht, wo ich bin. Ich habe mich mal vermutlich versteckt. Ich weiß, ich würde trotzdem dir ermutigende Dinge zurufen. Oh Gott, nein. Oh ja, eben, da bist du ja wohl. Du rufst ihm zu, mach's nicht, verpiss dich. Du rufst ihm zu. Greif nicht an. Ja, das war nix. Okay, kurze Frage, kann ich mich bewegen und was machen, oder? Du kannst noch angreifen, aber ich würde es dir... Ja, okay, dann versuche ich weg von Styx zu humpeln Richtung Harold. Warum nicht Richtung mich? Wer von euch? Sekunde, bevor ihr was macht. Harold, du darfst übrigens auch Schwert würfeln. Es ist kein kritischer. Ich habe nur meine Aktion versaut. Und du darfst deine Gründe hier ausgründen. Du machst alle Würfe hier bitte mal erschwert. Warum? Aus Gründen, die später noch relevant werden. What the fuck? Okay, kurze Frage. Schafft es Anne von Styx wegzuhumpeln Richtung Harold? Muss ich dafür würfeln? Harold, alles ist schon. Sekunde. Nee, Anne will weg von Styx. Ich möchte nicht in erster Reihe. Aber Carlo, du kriegst alle Würfel jetzt erleichtert. Nice. Okay, cool. Regeln, die ich mir aufgeschrieben habe. Was für Regeln? Wir haben nicht durch das. Ganz normale Kampfrunde. Ich hab's bisher, hätte im Hotel schon was bringen müssen. Aber ich hab's vergessen. Gut, wer ist jetzt als nächstes dran? Falls wegen dem Scheiß. Deswegen nennen wir es mal Liebensmittel. Ich habe das Zeug nicht gegessen. Der nächste ist dran, nicht über diskutieren. Der nächste ist dran. Na, dann ist jetzt Carlo dran. Jetzt, bin ich jetzt schon hinter denen? Also sind die an mir vorbeigelaufen oder noch nicht? Ich hab's gerade auch nicht. Ich weiß nicht, wer war dran. Sind die schon an mir vorbeigelaufen? Ich glaube, Harold war jetzt dran. Jetzt müsste der nächste, wer war als nächster dran? Also Anne. Anne hat schon dreimal gesagt, was sie machen möchte. Ja. Okay, dann ist der letzte dann danach dran. Das war. Ja, Carlo. Carlo. Ja, ich wollte fragen, ob die schon an mir vorbeigelaufen sind, weil ich habe mich ja rechts vorbei verstecken wollen und vorbeilaufen wollen. Die warten darauf, dich anzugreifen im nächsten Zug. Jetzt bist erstmal du dran. Die stehen bereits, dich anzugreifen. Mich? Haben die mich gesehen? Die haben euch, ihr seid jetzt alle aktiv im Kampf. Die haben dich gesehen, vorher verstecken wollen. Dadurch, dass die anderen dich, sie haben dich gesehen. Durch, dass die anderen. Wenn sie mich gesehen haben, dann hau ich einfach mit meinem, Nagelbrett zu. Auf den nächstbesten. Okay, tu das, würfel ein D100, ob du es schaffst. So, erleichtert, gell? Um 10. Ja. Oder? Ja, Carlo, du wirfst erleichtert um 10. Okay. Erschwert ist dann auf den linken Wert einfach. Oh, ein kritischer Erfolg. Okay, ja. Du darfst, kritischer Erfolg müsste dann beim Kampf, darfst einfach mal. Also, ich habe bei How to Be Hero gelesen, dass das kritische Erfolg Angriff mal 2 ist. Ja, wie viel ist improvisierte Waffen? Die Waffe ist 1d10 plus 5 mal 2. Also auch /R 1d10 plus 5 mal 2 eingeben.
Ja, ich tue einfach ein W10 plus 5 und dann X2. 22. Oder so, ja. Der ist tot. Mit einem Schlag volle, auf den Kopf. Der ist eine volle Rübe mit dem. Der ist so doll gegen den Kopf geworfen, den das da ist. Dem hast du den Kopf gebrochen. Ach so, hast irgendwie. Ja. Oder das Genick gebrochen. Du hast den Kopf mit den rostigen Nägeln ins Ohr rein. Du hast das Brett genommen und hast dem ordentlich. Du hast mit seinem Kopf Cricket gespielt. Du hast den wirklich. Hast dem den Kopf abgeschlagen. Für den Kopf. Hattest im Moment der Stärke. Okay, einer ist tot, einer lebt aber noch. Der ist jetzt umso wütender, weil sein Kompagnon tot ist. Hat er nicht Angst vor mir, weil ich gerade seinen Kompagnon mit einem Schlag gekillt habe? Nö. Hä? Ganz weird. Ich hätte so, Angst vor dir. So, dann ist jetzt Dyx dran wieder. Jetzt schießt bitte nicht noch jemanden ab. Nee, war schon. Noch eine 100. Und dann. Ohne 1. Kritischer Erfolg. Okay. Dann würfel wir deinen Schaden mal 2 aus. Ein Kampf der Extreme, würde ich sagen. Hm. Das heißt, ich darf nun 6d10 mal 2 würfeln. Ja, mach das. Joa, das sind 70 Schaden. Das steht 35. Achso, mal 2. Ja, du machst mal 2. Ja, das ist egal. Auch die 35 hätten schon gereicht. Du pulverierst. Ich muss durchs Gehirn. Du pulverisierst ihn und es glatter Durchschuss und die Kugel fliegt noch ein paar Meter. Glatter Durchschuss durchs Gehirn. Wenn mehrere Leute hintereinander gestanden hätten, dann hättest du auch noch vielleicht den zweiten dahinter noch gekillt. Aber es stand leider nur einer da. Ich habe nämlich nur noch 18. Tja. Du kannst die Kugeln einsammeln. Das ist die sozusagen. Echt? So funktioniert ein Revolver nicht. Funktionieren Revolverkugeln aber nicht. Du kannst die Munition, aber lass ihn. Wenn er sagt, es geht, dann mach's einfach. Du kannst die Kugeln einsammeln, aber die sind kaputte Munition, die gelten nur noch als 1d10 plus 5. Kannst du die noch abfeuern. By the way, du kriegst nur eine Kugel. Eine steckt noch in meinem Bein fest. Mhm. Aber die eine Kugel, wenn du gut bist, wenn du sie findest, okay, kannst du sie zurücknehmen. Sind da noch mehr Leute oder waren das nur 2 jetzt? Das waren nur 2, die sind jetzt beide tot. Okay, dem einen wurde der Kopf abgehauen und der andere hat ein Loch im Kopf. Ich gehe zu Anne und frage, ob irgendjemand gut im Nähen oder sowas ist. Ich habe Nadel und Faden, ob wir einfach die Wunde zunähen können, damit sie nicht stirbt. Als allererstes nämlich. Hole ich aus meinem Reisegepäck meine Medikamente raus und nehme mal 2 Ibos. Kannst du machen. Und ich habe noch einen Verband im Reisegepäck drin. Aber und ich nehme mein Wasser und wasche erstmal die Wunde aus. Aber kleiner Tipp. Rausholen. Rausholen. Das ist also nicht zunähen und es drin lassen, das ist da. Ja, wir sollten die Kugel rausholen. Nein, ich würde es nicht rausnehmen, weil wenn wir es rausnehmen, dann blutet es mehr. Das ist so. Ja, du musst es schon miterlebt. Bei Kugeln? Das Metall im Körper drin, eine Blutvergiftung ist ein bisschen unschöner als Bluten. Kommt drauf an, was das für Kugeln sind. Blei, ja, aber gewöhnlich ist es Blei. Gewöhnlich ist das Blei. Nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Also mittlerweile, das ist eigentlich. Also du kannst mit der Kugel im Körper leben. Sein Revolver hat Bleikugeln. Okay, wir sollten es rausnehmen. Der wird auch noch. Das ist auch noch so ein Revolver, der wird von vorne gestoppt. Ja, Styx hat einen alter. Ein bisschen altertümlichen Revolver. Das sind auf jeden Fall Bleikugeln. Okay, einer von euch hatte doch ein Messer dabei, ne? Ich habe ein Messer. Ich gebe es ab, weil ich kann damit nicht umgehen. Wer kann das? Macht das bitte. Ich bin der moralische Beistand für Anne, weil. Da habt ihr einen Medizinwert? Hat jemand einen Messerwert? Irgendwas ähnliches, Mikrobusten oder sowas. Kochen, du kannst ausschneiden. Ich hab Basteln als Wert. Aber da auf jeden... Nichts dergleichen. Ich kann fesseln. Okay, ich weiß, wer den Verband macht. Ja. Also auf jeden Fall würde ich erstmal das Bein erstmal abschnüren, dass da kein weiteres Blut mehr ausfließt. Mach mal Fessler. Okay. Würfel auf Fesseln. Jawohl.
Wer hat das Seil? Einfach das Bein abschnüren, dass da wenig Blut rauskommt. Das soll richtig wehtun. Sonst hilft's nichts. Nimm einen Stock in den Mund. Das ist ja nicht geschafft. Du hoch mein oh Gott. Fesseln, ich verliere darf dieses darf Bein. Ich die rostige, darf ich die rostige Axt nehmen und das Bein abhacken? Nein! Dürfen schon. Okay, du verbindest. Du verbindest okay. Das Bein nicht sehr gut. Das ist nur locker zu. Das ist locker festgebunden. Okay. Sehe ich, dass es locker festgebunden ist oder nicht? Also du, der das gebunden hast, gerade nicht. Nee, das ist für dich. Ich hab's nicht gebunden. Ich schau nur zu. Aber du siehst das. Das ist okay. Ich sag ihm, das ist zu locker und zieh einfach an beiden Enden und zieh einfach fest. Okay. Das gebe ich dir. Ich schreie kurz auf. Ja, und ich lass auch nicht los. Ich halt einfach fest. Okay. Ja, das soll wehtun. Können wir jetzt die Kugel rausnehmen, jetzt wo wir das Bein abgeschnürt haben? Hat jemand irgendwas auf dem... Hat ich jemand nur nicht, deswegen halte ich das Seil fest. Ich guck mal, ob da irgendwas... Ja, Bast, jemand hat... Einer hat ein Messer-Skill. Ja, hab ich. Dann wirf doch mal auf dein Messer-Skill, ob du es schaffst. Oh, boy, das wird so... Nein. Okay, willst du einen Skillpunkt dazu geben? Ja, eigentlich nicht, oder? Also ich würd tatsächlich einiges machen, um weder mein Bein noch mein Leben zu verlieren. Willst du dafür einen Geistesblitzpunkt ausgeben oder lässt das geschehen? Wie viel habe ich denn davon überhaupt? Einen hast du zur Verfügung. Hast aber für den Rest des Abenteuers hast du nichts, kannst du nicht mehr Geistespunkte bei Handeln einsetzen. Das würde ich mir gut überlegen. Okay, ja, dann nehme ich den einen, um mein Überleben zu sichern. Da hast du dann später, wenn du nochmal, das ist dann nächstes Mal vorbei. Ja, ist dann halt so. Überlegst du gut. Es kommen noch andere Gefahren auf dich zu. Als ein Friendly Fire. Okay, gut, also wir kriegen die Kugel raus. Dann darfst du nochmal würfeln. Nee, du darfst nochmal würfeln. Och du Scheiße. Ja. Das habe ich geschafft. Okay. Oh, ganz knapp. Okay, du schneidest. Ich hatte auf 99 gehofft. Du stellst die Kugel raus. Okay, ich habe noch den Verband in der anderen Hand. Jetzt muss einer verbinden. Da müssen wir jetzt irgendwas reinstopfen, dass es zuhält und dann den Verband, Druckverband rum. Dann tut das. Hat irgendjemand einen Skill noch? Mit dem gekochten Ei, was ich noch immer aus dem Flugzeug habe. Nein. Irgendein Stoff, der nicht dreckig ist. Ich würde jetzt keine Kleidung nehmen. Gut, ich nehme aus dem Rollkragenpulli. Harold, du hast einen Wert auf Herstellung vielleicht. Und auf Basteln hast du auch einen Wert, also ich denke mal. Nur auf Herstellung. Aber ja, Anna hätte was auf Pullover anbieten. Ich kann einen sehr sauberen Seidenkimono anbieten. Nehme ich. Modi, dein Herstellungswert ist besser. Also mach mal auf Herstellung. Um ein Ding zu zerreißen. Nein, um den Verband würfeln zu müssen. Um einen guten Verband richtig zu machen. Um einen guten Verband herzustellen, um den drum zu wickeln. Ich hab einen Verband. Ja, aber kein Druckverband, oder? Ja, wir brauchen einfach nur irgendwas Festes, was wir da drunter klemmen. Modi, würfel einfach mal. Das ist aus der Erste-Hilfe-Kasten. Und ihr würfel... Nein, der ist... Schädel mitgenommen. Modi, würfel einfach mal mit deinem Charakter auf den Herstellungswert. Bitte. Wir haben uns noch nicht mal entschieden, was wir tun. Okay, cool. Druckverband. Ja, dazu brauchst du aber nichts zum Herstellen. Du kannst einfach einen Stock nehmen. Ja. Brauchst du nur eine saubere Auflage, du musst mir irgendwas dazwischen klemmen. Okay, ich kürze Stein. Ich kürz den Scheiß mal gerade ab, ihr habt's geschafft. Okay. Ich hab da irgendwas drum gebunden. Weiter geht's. Okay, ich lasse die Seile los und es tut zwar immer noch weh, aber nicht mehr so stark. Ihr könnt jetzt weiterlaufen. Ich stütze Anne, damit sie normal weiterlaufen kann, weil es tut bestimmt weh auf den Beinen. Ja, sehr nett. Okay. Merkt ihr das? Ich bin jetzt nett zu dir. Ich nehme die blutige Kugel mit. Kaputte. Von mir aus. Steckst du dir ein, du hast einen, das macht einen D10 plus 5, wenn du die nochmal einsetzen willst. Die machst du am Ende, wenn du alle Kugeln weg hast. So, und wir laufen weiter und suchen jetzt nach dem Fluss. Ja. Oder einer Quelle oder irgendetwas der Art.
Okay. Das tun wir. Und ich schaue weiter in den Baumgipfeln, ob ich irgendwas Interessantes finde. Wenn nichts Interessantes ist, brauchst du es mir gar nicht erst sagen. Okay, Sekunde. Oh nee, das waren doch gerade die zwei Leute, die sechs. Nö, ist nichts Interessantes. Okay. Diesmal nicht. Okay. Wir müssen echt lange laufen zu dem Fluss. Ihr müsst lange. Unbehagen. Lauft echt eine ganze Zeit dort. Ihr kommt an diesem Tag auch nicht an einem Fluss an. Ihr lauft eine ganze Weile. Es kommen ein paar Tierchen. Ihr findet ein paar Pflanzen, die euch einstecken könnt. Kräuter, Beeren. Ein bisschen was. Sind es spektakuläre Pflanzen? Du hast die Frage nicht beantwortet. Welche Tiere? Gibt's größere es gibt Tiere ein paar so Schlangen, die dort lang krabbeln. Käfer findet ihr überall. Ist eine Schlange davon sehr groß und sieht aus wie eine Würgeschlange? Also an diesem Tag noch nichts. Also eher. Also wenn's giftige Schlangen sind, dann lassen die euch erstmal in Ruhe. Also eher Würgeschlange. Würgeschlange auch nichts. Wenn dann so richtig fette Schlangen, weißt du? Wenn dann kreuzen die nicht euren Weg. Okay, belassen. Ein paar große Spinnen kleben an den Bäumen dran, an denen ihr euch aber gut vorbeischlängeln könnt. Kolibris gibt's, Tukane, Papageien, ein paar Frösche. Ameisen gibt's überall. Zeugs. Und ihr müsst euch ab und zu mal ein bisschen gucken, dass euch die Mücken nicht stechen. Ich beklage mich auch derweil, dass wir so lange laufen müssen, weil ich bin schon alt, ich kann das nicht mehr so gut. Und ihr lauft auch eine Weile und es wird langsam abends und ihr. Ich schlage vor, dass wir mein Lager das restliche Tageslicht nutzen, um eine halbwegs sichere Stelle zum Übernachten finden. Ja, ich würde jetzt auch noch Holz zusammensuchen, damit wir ein kleines Feuer machen können fürs Kochen. Und ich schlage auch vor, nachdem Styx letzte Nacht so vorbildlich Wache gehalten hat, dass wir diesmal ein Zweierteams Wache halten. Ja. Beide Schichten. Ich würde erstmal die Isomatte auf den Boden legen und dann Anne darauf platzieren, damit sie sich ausruhen kann. Mhm. Und dann Feuerholz suchen. Okay. Holz kriegst du hier genügend. Das ist Ja, und dann halt Feuer machen. Mit dem Feuerzeug. Das gelingt ja. Also Holz gibt's hier. Ist zwar Urwaldholz, also es gibt ein paar Leute, die das übernehmen werden, aber in diesem Moment ist glaube ich nicht deine größte Sorge. Wir werden eine Stelle suchen, wo es nicht direkt neben dem Baum ist. Also wir werden jetzt nicht neben dem Baum Feuer legen. So dumm sind wir nicht. Hoffe ich. Wir fällen uns eine Lichtung und bauen uns eine Hütte aus dem Holz. Also die Umweltschützer sind. An einem Abend, in 2 Stunden. Ich habe The Forest gespielt, das geht. Die Umweltschützer sind glaube ich heute euer geringstes Problem. Okay, ihr schafft es, euch ein gutes Feuer zu machen. Okay. Will unser Koch da noch was drauf kochen, oder? Ich würde es versuchen. Hast du irgendwas, was du kochen kannst? Deshalb habe ich nach Tieren gefragt. Wir haben ja noch den Frosch. Ja, du kannst dir. Wir haben Bären. Es gibt überall, du kannst dir unterwegs ein paar Frösche gefangen haben oder. Ein Eichhörnchen. Gut, dann tun wir einfach mal so. Was auch immer es ist perfekt. Du kannst dir eine Schlange gefangen haben. Deshalb habe ich gefragt. Du hast gesagt, nein, keine Schlange. Kannst du gemacht haben unterwegs. Gibt genug. Eine andere Konte hatten wir. Käfer kannst du auch machen. Es ist. Ich beschwer dich nicht, wir haben. Mit einer 3 ist es perfekt. Ja. Oh, sehr gut. Wie viel Heilung gibt es? Ihr esst sehr lecker. Gut, ich habe euch gar nicht gesagt, wie viel Heilung ihr nach dem ersten Schlafen gemacht habt, aber okay.
Tun wir einfach mal so, als würde nur Essen regenerieren. Dann ignorieren wir das mit dem Tier. Okay. Und das Essen hat sehr gut geschmeckt, deswegen sage ich mal, wir essen normalerweise einen D10, weil die Zahl 3 gewürfelt wurde, könnt ihr gerade mal 3D, könnt ihr alle mal 3D10 Schaden regenerieren. Okay, cool. Ich habe keinen Schaden. Ja. Dann regenerierst du nicht. Vorzüglich. Fuck. Han hat keinen Bock zu regenerieren. Du regenerierst nicht. Ich würde dir tatsächlich das abgekochte Ei, was ich noch hab, geben. Vielleicht bringt's ja was. Das ist das aus dem Flugzeug. Ja, ich lass es heute lieber, weil ihr seid schon satt. Das reicht für ihn. Es ist, du hast auch eine, du hast auch eine Schusswunde erlitten. Das ist okay, wenn du nicht an einem Arm heißt dadurch. Ich würde ein paar von den gesammelten Kräutern nehmen, um mir so einen Kräuteraufguss zu machen für die Wunde. Okay, durch den auch ein Feuer. Du kannst sie auch, du kannst sie auch ausbrennen. Nein! Was auch immer du machst, durch den Kräuteraufguss gebe ich dir nochmal. Okay, ich sag, ich sag 1W4, kannst du nochmal regenerieren dafür. Dann war's das aber für diesen Abend. Ausgezeichnet. Du musst schon ein bisschen von der Wunde leben. Das ist schon eine schwere Wunde. Ja. Durchaus. Das heißt, okay, ich bin jetzt wieder auf 90 HP. Okay, dann würde ich sagen, lass mal ausmachen, wer jetzt die Wachen macht. Ich würde sagen, ich würde mit Harald die erste machen. Okay, klar. Ich mache mit Styx die zweite. Genau, und dann machen wir es wieder mit der Waffe, dass wir die wechseln. Jawohl. Harald, kannst du gut schießen? Nein. Okay, dann schieße ich. Gut. Okay, Ich glaube, ich bin auch der beste Schütze hier. Zumindest treffe ich keine, Leute aus meinen eigenen Reihen. Immer so okay, die schlafen gehen schlafen, die Wache halten, dürfen einmal auf Wahrnehmung würfeln. Nicht geschafft. Und dann, ich guck mal. Modi. Oh, hell no. Oha. Wir haben's beide geschafft. Und ich würfel mal, was passiert. Letzte Nacht habe ich das so gewürfelt, das mache ich das auch. Okay, das ist unterboten, auf jeden Fall. Es passiert erstmal nichts. Okay, dann würde ich in der Wache noch was versuchen herzustellen. Ich unterstütze ihn dabei. Nein. Ich kann mich nicht. Okay. Nein. Also, was wolltest du herstellen? Sag mir mal. Ich wollte tatsächlich versuchen. Habe ich mir gar nicht überlegt. Ich wollte eigentlich nur, damit ich wach bleibe, irgendwas machen. Also so. Okay. Du schaffst es, etwas Betäubendes zu erstellen. Du wirst ein bisschen schläfriger dadurch. Sagen wir einfach, ich habe die roten Beeren mal gekocht, um daraus Betäubungsmittel zu machen. Das hat funktioniert. Du wirst schläfrig. Ein. Ja, okay, du schläfst ein. Ich sehe, dass du einschläfst und stupst ein bisschen an. Und frag ihn, ob musst du jetzt schlafen oder kannst du ein bisschen wach bleiben? Das ist ein kritischer Misserfolg, ihr schläft ein. Ja, ich hab quasi einschläferndes Gas gemacht. Okay. Oh, er schläft auf und fest. Dann ziehe ich ihn vom Feuer weg und wecke die anderen beiden und sage ihnen, dass wir wechseln wollen. Jawohl. Oh, und dann lege ich mich schlafen. Sagst du ihnen, sie sollen sich ein bisschen vom Feuer fernhalten? Okay, das sage ich auch noch dazu. Ich glaube, das ist ein bisschen schläfriges Gas am Feuer. Setze mich entsprechend etwas weiter davon weg, nehme meine Waffe wieder und halte Wache. Ich überlege gerade, ob ich mich in die Nähe von Styx oder weiter weg von Styx setzen möchte. Wenn er wieder schon weiter weg. Merkt ihr, Carlo hat ja am meisten geholfen diesmal. Das ist richtig. Ich setze mich mal direkt neben Styx. Riskant. Styx schweigt. Ich würde gerne auf Beobachten oder so ähnliche Wahrnehmung würfeln, um zu wahrnehmen, um wahrzunehmen. Ich glaube, das machen wir beide einfach. Ihr müsst alle mal auf Wahrnehmung würfeln. Geschafft. Auch geschafft. Dann würfel ich mal, ob es was zum Wahrnehmen gibt. Hoffentlich nicht. Hoffentlich schon. Nö, gerade so nicht. Nicht nur gerade so. Sehr freundlich. Die Nacht bleibt ruhig. Naja, wenn es ein wildes Tier ist, wäre schon geil irgendwie, weil da hätten wir mehr zu essen.
valides Argument. Aber es passiert nichts. Oder ich hätte eine Kugel im zweiten Bein. Es passiert nichts. Ich möchte zum Thema Essen mal ganz kurz anmerken. Mein halbes Inventar besteht aus Essen. Okay. Okay. Aber du kannst dich kochen, aber abgeben. Du hast was zu essen. Hey, ich verstehe es nicht. Er hat doch seine ganzen Gurken. Er hat doch gerade hervorragend. Ich hab das Ei, ich hab den. Er hat doch gerade hervorragend was gekocht. Ihr habt die Tiernahrung. Ihr habt zum Abendessen was sehr Leckeres gehabt. Er hat sehr leckeres, sehr leckeren Froschfleisch gegessen. Habt ihr. Und er konnte noch die leckeren Kräuter dazu verwenden, bestimmt. Ich hab ja Gewürze gefunden. Ja, genau. Gut, ihr wacht am nächsten Morgen und ja. Und ich sage erstaunt, oh Styx, du bist nicht eingeschlafen. Aber Harold ist eingeschlafen, er hat erstaunlich gut geschlafen. Ja, aber ich erinnere mich an gar nichts. Alles gut, du, ich habe dich vor Feuer weggezogen, dass du nicht umkommst. Ich glaube, hier müssen wir zusammenarbeiten, auch wenn mir das nicht so gefällt. Hm. Du wurdest im Schlaf von deinem Kapibara missbraucht. Ja. Dann ja, würde okay, ich sagen, rücken wir weiter vor durch diesen Genau, Ball. Wir packen ja. wieder alles zusammen, machen das Feuer aus und gehen weiter. Dann tun wir das. Ihr macht das Feuer aus und lauft weiter. Aus Zeitgründen erspare ich mir das mal jetzt. Und weil einer schon verletzt ist. So. Ich habe gar nicht nix. Ich unterstütze sie, damit es schneller geht. Passiert etwas. Ja, es passiert etwas. Am nächsten Tag. Und zwar. Same procedure. Ihr seht wieder zwei Leute Patrouille laufen durch den Urwald. Okay, diesmal verstecke ich mich hinter einem Baum, dass sie mich nicht sehen können. Ich gehe auch in Deckung hinter irgendeinem Baum. Ich würde mich anziehen. Ja, ich nehme Anne mit, damit sie halt... Ja, ja. Ich verstecke mich nicht hinter einem Baum, ich habe einen Revolver. Deswegen verstecken wir uns. Ich stelle mich hinter dich. Ich gehe jetzt... Okay, da euch alle... Das ist alles gut, ich kann das nur unterstützen. Okay, ich sag mal, ihr versteckt euch alle. Das dann... Würfel mal zumindest einen auf Verstecken. Ach so, scheiße, ich hab kein Verstecken. Ich versteck mich, ohne mich verstecken zu können. Ich hab halt meine Tarnklamotten an, das hilft. Der einer von euch muss doch Verstecken haben. Ja, ich hab Verstecken. Aber ich will mich nicht verstecken. Anna, kannst du dich verstecken? Okay, was machen wir? Wir können ja sagen, ihr beiden geht einfach zur Seite. Wir gehen einfach zur Seite. Ja. Ich will ihn in die Fresse schießen. Okay, okay Leute. Ich spare die Munition. Okay, Leute, um fair zu sein, jeder, der sich verstecken will, darf sich jetzt mal verstecken. Und jeder, der angreifen will, darf angreifen. Okay. Würfen wir wieder Initiative? Alle, die angreifen wollen, dürfen jetzt Initiative würfeln. Ich möchte auch Initiative würfen, weil ich möchte schon was aus dem Versteck raus machen. Ich möchte ja nicht dort versteckt bleiben, bis alles vorbei ist. 67. Entweder du greifst jetzt an oder du versteckst dich. Okay, dann verstecke ich mich. Dann ist mir egal. Gut, dann nehmen wir beiden gegen die beiden. Ja, ist doch klar. Wer möchte jetzt kämpfen? Einmal würfeln. Wir beiden. Dann würfelt meine Initiative aus. Haben wir. Habe ich schon. Ah, hast du schon, okay. Interessant. Ja, ich bin zuerst dran. Na dann, greif an. Die Leute, die zwei Kannibalen, kommen häufig zugerannt mit ihren spitzen Steckern und greifen euch an. Meine erste Aktion ist, ich verwende. Moment, was habe ich nochmal? Ich verwende Ermutigen, um mich davon zu überzeugen: hey, diesmal schießt du nicht jemanden anderen ins Bein, um den Vorteil zu verschaffen. Wie funktioniert das mit dem Vorteil? Erleuchtung. Harold, du hast erschwert. Du hast dürfen erschwert. Ich weiß. Auf den linken Wert. Ja, ich weiß. Ich habe trotzdem 35 auf den Wert. Okay, hast du geschafft. Ja, und ich weiß immer noch nicht, warum du das machst. Das halte ich für unfair und ich halte es für scheiße. Aber das ist jetzt auch egal. Du kriegst an anderen Stellen Erleichterungen. So. Jetzt musst du... Ich weiß, warum. Okay, ich verstehe es. Jetzt ist Styx dran.
Oh Gott, zählt das nicht nur für den Kampf mit dem Ding? Styx ist dran. Na gut, ich lese es nochmal kurz in deinem Ding, in deinem Abend. Nein, bitte jetzt nicht durchlesen. Ich will dich mit deinen eigenen Regeln nerven. Du liest jetzt während des Abenteuers, nicht im Skript, Modi. Also. Gut, das ist einfach unfair. Kennst du sowieso schon. Was bekomme ich jetzt für einen Vorteil? Plus 10 auf deinen Wurf. Okay. Plus 10. Oder? Ah. Auf den, so, weil ich es richtig verstanden habe. Auf was bekomme ich plus 10? Von mir auf, aus, auf meine Fähigkeit oder wie? Auf deinen Angriff. Ja. Dann bin ich dran. Du darfst erleichtert angreifen. Nee. Du bist was dran. Was bedeutet? Wirf deinen Angriff. Plus 10. Also, okay. Du kriegst. Also minus. Greif an. Das ist geschafft. Mit oder ohne Erleichterung. Okay. Das wird dann sogar kritisch mit Erleichterung. Ne? Ist eine kritische. Du schaffst einen kritischen Angriff. Würfel deinen Schaden mal 2 aus. Das sind. 6 D10. 2. Gut. Und noch mehr Schaden. Über 70 Schaden. Der ist 74. Tot. Der ist tot. Ist der einer Schuss. Bleibt. Ist der andere auch tot? Es war ein kritischer Sache, ja. Das ist ein kritischer, es war Zweierwurf, das war, ja. Er ist auch tot. Du hast beide auf einmal erschossen. Stand ungünstig nebeneinander. Ich mag es, mächtig zu sein. Ich habe Spaß daran. Wenn man gut würfelt, dann hat man das so. Ich möchte ihn darauf hinweisen, dass er noch 17 Kugeln hat. Mhm. Ich weiß. Und 3 schlechte Kugeln. Wahrhaftig. Und okay, das Ding. Wir kommen aus dem Versteck raus und diesmal vergesse ich es nicht, wir looten die. Also ich loot die. Und Leute, ich denke dran, das Ding ist eine Kampagne. Ja. Ja. Also ich weiß, es gibt eventuell in späteren Teilen Möglichkeiten, mit Sachen zu kommen, aber ich meine, die 20 Schuss sind erstmal für die Kampagne. Ich weiß, ich, irgendwas eventuell, muss ich tun. Eventuell nur gibt es dann irgendwann, und das weiß man nicht. Ich würde jetzt die beiden Leute looten wollen. Dito. Und ich nehme Anne mit, weil sie kann eh nicht von mir weg. Da gibt's nicht viel zu looten. Genau dasselbe wie im Hotel. Ihr kriegt einen spitzen Stock und ihr kriegt Menschenfleisch. Das Menschenfleisch ist doch schon wieder vorteilhaft. Ihr könnt euch diesmal dreimal Menschenfleisch für alle beiden. Okay, Mordin, nicht Mordin. Ändert also 2 in der anderen 1 mit. Ja. Ich habe übrigens noch eine halbe Flasche Wein, falls jemand möchte. Ich glaube, der ist mittlerweile Essig. Nein, ja. Wein hält. Gut zum Kochen. Ja, okay, das ist gut zum Kochen. Nehmen wir beim nächsten Mal dann, wenn du was richtig Geiles machen möchtest. Ich würde nochmal auf Wahrnehmung oder Kräuterkunde würfeln, um zu gucken, ob hier irgendwas Essbares, nützliche Kräuter oder irgend sowas sind. Du findest essbares Zeug. Okay. Kannst dir eintragen. Schön. Frag dir einfach ein essbares Zeug. Ja. Essbare Kräuter. Finden wir irgendwann irgendwelche sinnvollen Dinge? So Fluss zum Beispiel. Nein. Ihr lauft noch eine Weile und kommt, ich sag mal gegen Mittag. Gegen Mittag kommt ihr ungefähr an einem eine Art kleinen Fluss an. Der umringt von großen Urwaldbäumen ist. Sekunde, ich blende es euch gleich mal ein. Ihr habt ein Bild. Ist es stehendes Gewässer oder fließendes Gewässer? Es ist stehendes Gewässer. Scheiße. Leute, nicht trinken. Das könnte gefährlich sein. Da könnten Krokodile sein. Ja, ich wollte es gerade sagen. Da könnten Krokos sein. Da könnten das auch Krokos sein. Wir könnten aber unsere Flaschen auffüllen. Nein, das ist auch ungenießbar. Das ist matschig.
Das ist echt scheiße. Nee, aber es ist erstaunlich frisch, das Wasser. Für stehendes Wasser. Wir können unsere Flaschen auffüllen und es abkochen. Das ist wahr. Okay, dann schreibt mir aber mal, wie viele Flaschen ihr auf. Schreibt euch, wie viele Flaschen ihr damit auffüllt. Also wir haben nur zwei. Wir haben zwei. Die macht ihr leer und füllt es damit auf. Okay. Ich habe sie sowieso leer, da war XP drin. Ja, ich habe ja auch noch eine und die will ich auch noch auffüllen. Dann schreibt euch mal bitte Flusswasser dahinter. Seewasser. Seewasser. Ich schreibe auch Seewasser auf, ich habe immerhin auch einen. Also alle Flaschen, die ihr hier auffüllt, schreibt ihr mal Seewasser auf. Ja. Okay. Mhm. Ich richte mich an Styx und frage, hast du eine Ahnung, wie wir jetzt an diesem wunderschönen See unseren Fluss, Wald, was auch immer Geist finden? Das ist bedingt durch das, was mit ihm falsch ist. Ist er hier gefesselt, verflucht er diesen Ort, wurde er hier gebunden, um etwas zu verhindern? Ich spekuliere darauf, dass dieses Amulett, das Harold war es, glaube ich, mit sich führt, zu tun hat. Behaupte, wir müssen etwas damit tun. Als ihr miteinander redet, merkt ihr, dass es eine andere menschliche Gestalt am See sich aufhält. Hoppala. Sekunde. Müssen wir darauf würfeln? Ihr seht tatsächlich ein kleines Mädchen, das am Flussufer rumläuft und am Wasser rumspielt. Das Mädchen spielt am Wasser und beschäftigt sich mit den Tieren des Waldes. Es spielt ein bisschen mit Käfern rum und das da. Ist ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Ich möchte das Kind ansprechen. Oh nein. Ich rufe quer über den See, hallo. Da hielt ich sie nicht an, er ist schneller als ich. Ja, okay, dann schreie ich ja quer über den See. Okay, du möchtest sie ansprechen, wer macht was zuerst? Offensichtlich ist Carlos schneller als Styx, entsprechend darf Carlos schneller agieren. Anne war das. Anne, was tust du? Ich rufe quer über den See einmal hallo, während Styx auf dem Weg dort rüber ist. Aber das Mädchen winkt dir zurück. Das winkt dir zu. Okay, dann laufen wir rüber. Jo. Okay. Jo. Ihr kommt an. Es dauert nicht lang, der See ist nicht besonders groß. Das Mädchen spielt am Fluss rum und es nimmt eine Handvoll Wasser und trinkt aus dem Fluss. Wer ist das? Na, seht ihr, ist harmlos. Sie ist da ganz vergnügt und spielt da mit rum. Sag, junge Dame, was mit Kirchen heißt so. Du? Das muss ich gerade mal selbst nachgucken. Kann man dich jetzt schon bekehren? Hast du von der Lehre der anderen Seite schon einmal gehört? Sekunde. Das kriegen wir hin. Carlos schaut das sagt, jedes Mal, wenn er sagt, damit beginnt, an. Das Mädchen sagt, mein Name ist Mise. Nennt mich Mise. Einen Moment, ich muss es kurz aufschreiben. Schreib es dir auf. Wie wird das überhaupt geschrieben? Es wird Mizu geschrieben. M-I-Z-U. Okay, schade. Mise geschrieben. Es ist kein Palindrom. Nein. Es wird Mise gesprochen, ja. Mizu geschrieben. Sag, was treibt dich in diesen Teil des Waldes? Bist du vielleicht verirrt? Ich bin nicht verirrt, ich spiele mit meinen Freunden, den Tieren.
brauchst du Weisung, um, wenn hoffentlich in ferner Zukunft deine Zeit kommt, du glücklich auf der anderen Seite weiterspielen kannst. Würfel mal auf manipulieren. Jawohl, sehr gerne. Erschwert. Ich glaube nicht, dass die Geld hat. Sehr. Darum geht's nicht. Das war ein Erfolg. Auch erschwert um 10. Auch das ist ein Erfolg. Ich habe, Moment, um Schwert um 10. Ich habe manipuliert, ja, ich habe manipuliert 66. Das war ein Erfolg. Okay. Wow. Herzlichen Glückwunsch, du hast dein Kind überredet. Das ist... Ich frage das kleine Mädchen, ob es etwas über einen Flussgeist oder Waldgeist Geist weiß. Das soll ein ganz, ganz netter sein, habe ich gehört. Das ist ein... Weißt du, wo wir diesen finden können? Hier und überall ist der Geist ist allgegenwärtig im See, okay. Im Wasser, in der Luft, im Wald. Das ist hier. Okay. Sag mir, hat dieser Geist sich schon mal manifestiert? Er manifestiert sich wie und wann er oder sie es will. Was heißt er oder sie? Ja, kann ein Geist ein Geschlecht haben. Das weiß ich nicht. Kommt auf den Geist an, würde ich behaupten. Es gibt manche Geister, die Femininität oder Maskulinität in bestimmten Interpretationen darstellen. Nicht alle tun das offensichtlich. Okay. Ist es denn der Geist des Flusses oder der Geist des Waldes, der hier ist? Der Geist. Ich behaupte, das ist ein Geist. Der Geist des Sees, des Flusses, des Wassers wacht über den Urwald und beschützt den Urwald. Und gibt es eine Möglichkeit, wie wir mit ihm in Kontakt treten können, ohne dass wir darauf warten müssen, dass er mit uns in Kontakt tritt? Den gibt es nicht. Der Geist tritt mit einem in Kontakt oder gar nichts. Sag mein Kind. Ihr Menschen habt da keinen Einfluss drauf. Sag mein Kind, so wie du das sagst, hört es sich an, als wärst du kein Mensch. Ich und kein Mensch. Du sagst gerade, ihr Menschen habt da keinen Einfluss drauf. Das sagt mir, dass du entweder glaubst, kein Mensch zu sein, oder kein Mensch bist. Welches davon trifft zu, wenn überhaupt? Ich bin ein Kind. Ein kleines Mädchen, was am Ufer spielt. Wir sind alle Kinder, die einfach nur im Fluss treiben. Okay, diese komische Diskussion einfach zu beenden. Ja, sie beendet die Diskussion auch gerade und spielt weiter am Fluss. Okay. Ich wende mich an Harold und sag ihm. Hat keinen Bock mehr auf solche Diskussionen. Wenn das der Geist des Flusses ist, du hast doch das Amulett vom Wasser. War das nicht so? Ja. Vielleicht kannst du versuchen, das Amulett mit dem Wasser in Kontakt zu bringen. Ja, aber vielleicht kannst du das Amulett auch mit dem Wasser berühren. Vielleicht funktioniert das schon. Stimmt, ich könnte es heute in den See werfen. Nein, nicht reinwerfen, einfach reintunken. Gut, ich tue das. Passiert irgendwas? Was denn nasses Alu-Amulett? Okay. Ah, ja. Ich zeige es einfach mal dem Kind, weil ich eine Vermutung habe. Schönes Amulett hast du da. Es guckt sich interessiert an. Weißt du was darüber? Es guckt auf die. Es zeigt auf die Rune und sagt Wasser. Das wussten wir schon. Sehr interessant für den Kult. Das steht für was? Das zeigt für Wasser. Gut, das wussten wir schon. Das Ding hat irgendwas mit Wasser zu tun. Was weißt du noch ist in diesem Wald?
Tiere, Pflanzen, ab und zu auch Menschen. Ach, mit Ausnahme den regulären Dingen. Gibt es Strukturen in diesem Wald? Irgendwelche Götzen falscher Götter? Gibt es einen Schrein? Es gibt den Wassergeist. Den Geist. Ja, aber der ist ja kein Götze. Gibt es einen Schrein? Gibt es einen rituellen Ort? Es gibt einen langen, verworrenen Pfad, dort zeigt den Weg ganz nah vom Fluss. Da gibt es, da ist ein großer Schatz verborgen, tief in den Urwald rein. Schatz klingt verdammt gut. Schatz klingt auch nach Feiern. Da müsst ihr nur dem Weg folgen. Was für ein Weg? Den Schatz. Er zeigt in die Richtung und ihr seht da auch so ein. Ihr seht, dass dort es geht ein Pfad durch den Urwald entlang. Also das ist da, es wird da ein bisschen platt getrampelter Weg, der so ein bisschen mehr als okay. So ein bisschen als Fahrt. Ich theoretisch auf Warnungen werfen, um zu schauen, ob sie uns mehr Wichtiges sagen kann oder nicht? Warnung eher nicht. Wenn du Menschenkenntnis hättest, vielleicht. Menschenkenntnis meine ich, sorry. Ich hab's gerade verwechselt. Menschenkenntnis geht? Was willst du herausfinden? Ja, okay. Es ist eh verkackt, also ich kann eh nichts. Okay. Ich würde gerne. Immerhin ist sie jetzt in meinen Kult indoktriniert. Das hat keiner gesagt. Sie findet deine Reden sehr interessant. Gut. Ich würde gerne. Gib ihm noch 20 Minuten, dann ist sie dran. Ich bezweifle es stark. Was? Ich bezweifle es stark. Du hast keine Ahnung, was für Sozialwerte er hat. Ich weiß, was er für Werte hat. Ich würde. Ich gerne benutzt. Ich würde gerne. Was soll das denn bedeuten? Ich bin kein katholischer Priester. ich würde gerne. Noch nicht. Ja, was tust du? Ich würde gerne mit Menschenkenntnis nochmal würfeln, ebenfalls würfeln, ob sie etwas zu verbergen scheint. Oder ob sie einfach nur ein sehr weirdes Kind ist. Dann würfel mal. Das ist tatsächlich geschafft. Okay, sie verbirgt auf jeden Fall etwas. Okay. Was genau, weißt du nicht, aber sie verbirgt etwas. Sie hat Geheimnisse. Unser großer Sektenführer ist doch bestimmt gut im Überreden und Manipulieren. Ich bin sehr gut im Manipulieren. Und im Einschüchtern. Lass deinen Zauber wirken, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich weiß ja nichts davon. Ich kann nichts machen. Ich habe gewürfelt, ich habe keine Ahnung. Ich denke, sie sagt die Wahrheit. Ja. Sie trinkt übrigens nach wie vor aus dem Fluss. Wieso trinkst du aus dem Fluss? Das ist gefährlich. Aus dem See. Der Fluss könnte dreckig sein. Das ist gutes Wasser, sagt sie zu euch. Trinkt auch. Aber stehende Gewässer sind in der Regel nicht so gut wie fließende Gewässer. Das ist ein. Das sind auch normalerweise keine riesigen Rezeptionistinnen, die sich in Monster verwandeln, nachdem sie von einem Messer erwischt werden. Das ist ein See, das ist ein See, der vom Geist des Wassers beschützt wird. Und danke, mir wird sie nicht angezeigt, aber danke für den neuen Follower. Irgendjemand hat mir hier gefollowt. Ich nehme jetzt einen Schluck aus dem See, nachdem sie das gesagt hat. Okay. Sekunde. Und ich kippe tot um. Nicht ganz. Nee. Scheiße. Was habe ich nur gemacht? Hä, was? Das Problem ist, wenn ich falle, fällt Anne auch. Was ist denn jetzt los? Dann falle ich immer in Weich. Ach ja. Okay, und nochmal. Wer sagt, auf welche Richtung ich falle? Vielleicht falle ich auf dich. Auf dein kaputtes Bein. Oh no. Du sollst nicht zu laut sagen, das macht das wirklich. Okay, irgendwie habe ich gerade Probleme. Es lädt ewig. Okay, ist angekommen. Es waren 30 und 38. 30 und 38. Ihr beide spürt, wie es irgendwie
Das ist gar nicht gut. ihr spürt, wie es irgendwie, es kribbelt in eurem Körper. Und wer hat als Erster aus dem Wasser getrunken? Ich. Du verwandelst dich auf einmal in eine Schildkröte. Okay, Anne fällt um. Oh. Auf eine Schildkröte. Du verwandelst dich in eine Schildkröte und du, viel Glück dir in den nächsten Minuten, verwandelst dich in eine Mücke. Oh boah. Inklusive Ausrüstung. Okay, ich. Du bist eine stinknormale Mücke. Du bist eine kleine Mücke. Inklusive Ausrüstung oder exklusive Ausrüstung? Als Mücke hast du erstmal keine Ausrüstung, keine Waffenwerte, keine. Nee, aber verwandelt sich meine Ausrüstung mit mir in eine Mücke oder bleibt meine Ausrüstung liegen? Deine Ausrüstung verwandelt sich mit dir, aber die kannst du im Moment als Mücke nicht nutzen. Danke, darauf wollte ich nicht hinaus, aber ich wollte wissen, ob sie sich mitverwandelt oder ob sie jetzt einfach rumliegt. Die liegt da nicht rum. Okay, dann gilt es erstmal nach oben zu fliegen. Okay, als Schildkröte. Damit man nicht erschlägt. Als Schildkröte gehe ich jetzt zu dem Mädchen hin und beiß sie. Ich halte die Schildkröte auf und frage das Mädchen nochmal: Wer bist du? Ich Wieso? Beiße trotzdem. Dann beißt du halt mich, ist mir egal. Nein, ich beiß ihn in Richtung Mädchen. Wer bist du? Warum verwandelst du dich nicht, aber meine zwei Freunde hier? Das kann ich euch leider nicht sagen. Ich weiß Warum? Es auch nicht. Es hört euch nicht weiter zu und spielt weiter im Fluss und widmet euch keinem. Ich wende mich verzweifelt an Harold. Hast du irgendeine Idee? Ich habe sogar eine gute Idee. Ich habe eine sehr gute Idee, aber ich kann nicht reden. Jetzt. Ich bin ehrlich, ich würde die. Du könntest ja versuchen zu reden. Schildkröte. Ach so, kann ich reden als Schildkröte? Kannst du mal versuchen. Hallo? Hallo, hört ihr mich? Das Mädchen antwortet dir. Hallo, ich höre dich. Bist der Geist des Sees. So sage ich zu dem Mädchen. Oder war. Es antwortet dir auf diese Frage nicht. Gut, warum kannst du mit mir reden? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Weißt du, wie lange ich verwandelt bleibe? Warum kannst du den anderen sagen, dass du mit mir reden kannst? Ich weiß nicht. Es guckt auf die Uhr 8 Minuten 30 noch. Okay. Es will nicht mehr mit den Leuten reden. Okay, Harold hatte irgendeine Idee. Ja, ich habe zumindest eine Idee für mich. Also meine Hängematte ist ja aus wahrscheinlich so einem Kunstfaserzeug. Das heißt, ich werde jetzt drei recht große Gurkengläser ausleeren, die Gurken in der Hängematte füllen und ich werde drei Gurkengläser mit Seewasser füllen. Okay. Ich habe schon Flaschen voller Wasser. Ja. Ich weiß, aber ich will mehr. Ich finde das voll cool, das kann man sehr gut benutzen. Verwandlungsbomben. Exakt, zum Beispiel. Erstmal Verwandlungsbombe auf den Endboss werfen. Er ist zu einer Mücke geworden. Aber zumindest für die nervigen Kannibalentypen. Okay, du kriegst zwei. Ich habe drei Gläser. Schreib's dir ins Inventar. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich guck nur gerade, wo ich die Hängematte habe. Dann schreibe ich mir auf Hängematte voller Gurken. Ich gucke Harold fragend an, wie viele Gläser Gurken hast du eigentlich? Drei. Ja, im Moment drei. Der Rest ist beim Gepäck verloren gegangen. Bist Richtung Urlaub geflogen mit Dutzend Gläser Gurken. So. Du nicht? Ich schlag mal vor, ich könnte dann mal weitergehen. Da gibt's einen schönen Pfad, der zu einem Schatz führt.
Ja, aber da sind auch Fallen höchstwahrscheinlich. Aber ein großer Schatz. Ich bin noch eine Mücke. Entsprechend kann ich entspannt da hindurch fliegen. Warte. Ich versuche mit der Mücke zu sprechen, ob die mich hören kann. Ey, kannst du mich hören? Kann ich ihn verstehen? Mücken und Schildkröten sprechen leider nicht dieselbe Sprache. Ja, aber kann ja trotzdem sein. Nee. Schade. So, Harold, wollen wir jetzt diesen seltsamen Schatz hinterherlaufen oder wollen wir hier weiter verweilen? Die 8 Minuten reiß ich jetzt um, bin ich jetzt wieder normal? Hallo? Ich sag dir schon Bescheid. Okay, bis dann. Perfekt, danke. Ich glaube, das ist im Moment eine Schildkröte. Es sind vielleicht Minuten. Scheiße. Du bist eine Schildkröte. Ich heule in Schildkröte. Du bist ein Wildschwein. Ich heule in Schildkröte. Ja gut, Harold. Trägt dich jemand oder? Das Schildkröten haben die Angewohnheit, sehr langsam zu sein. Ich würde die Schildkröte mal aufheben. Ja, Dito. Und würde sagen, na gut, entweder wir sitzen jetzt hier und warten, bis dieser Geist auftaucht, oder wir tun was. Modi, würfel mal auf Wahrnehmung. Ob du die richtige Schildkröte mitnimmst. Ich nehme eine Schildkröte mit. Ich nehme die Schildkröte mit, die ich eben noch festgehalten habe, die das kleine Mädchen beißen wollte, und begebe mich mit Howl dann. Ich beiß weiterhin Richtung Mädchen, auch wenn wir vorbeilaufen. Okay. In Richtung dieses Pfades da. Du weißt schon, was der Biss von der Schildkröte ausmacht. Ja, in Richtung, aber sie ist ja nicht in der. Ich kann sie ja nicht erreichen, ich werde ja weggetragen. Ich versuche hier nicht meinen Kompagnon zu beißen, sondern nur das Mädchen. Ist so ein Biss von der Schildkröte, ist so ein bisschen, ja, Aua. So ein bisschen, weg mit hör dir. Hör auf! Also, die können teilweise sehr böse sein. Ja, ja. Hör auf! Am, ja, Ende, ist, am ja. Ende des Zwerge dich wieder würfeln, dann beißt du mich. Und wir wollen nicht, dass sie noch was so weiter geht's. Ich bin Choleriker und ich bin eine Schildkröte. Ich beiße dieses scheiß Mädchen, wenn ich da hinkomme. So, weiter geht's. Sehr langsam. Wir wollen mal noch ein bisschen was erreichen in diesem Abenteuer. So, weiter geht's. Nee, wollen wir nicht. Ja, ich werde also weiter getragen, aber ich weiß trotzdem dabei. Die Richtung. Ihr sollt meine Wut spüren. Das war's. Sehr gut, das heißt, es gibt heute Abend Schildkrötensuppe. Okay, ihr kommt an den großen Pfad, der extra auffällig markiert ist. Am Anfang. Ich fliege über den Pfad. Am Anfang des. Stichmücke. Ja, kannst du ja machen. Am Anfang des Pfades. Pass am besten auf die Spinnen auf. Aber pass auf, dass du rechtzeitig wieder landest. Ich sag's nur so. Ich fliege nicht so hoch. Am Anfang des Weges sitzt tatsächlich ein kleiner Affe, der euch schräg anguckt, als er an den ich schreie den Weg Schildkröte tretet. An. Das ist eine schreiende Schildkröte. Schreiende Schildkrötengeräusche. Ja, wie schreiende Schildkröte. Ich denke mir, okay, wir haben eine Schildkröte. Okay, ich nur jetzt den. Ich hab Tiernahrung. wir haben zwei Schildkröten, du hast auch eine. Ich hab eine Schildkröte und einen Affen. Ich würde einfach mal aus Prinzip versuchen, den Affen zu zähmen. Ich hab Tiernahrung, ich gebe ihm einfach. Biete ihm mal diese Tiernahrungsdinger an. Okay, du gibst dem Affen einen Cracker. Das klingt ja. Richtig. Was muss ich würfeln, damit ich ihn zähmen kann? Gar nichts. Das Affe lässt sich nicht zähmen. Nachdem du ihm einen der Krieger gegeben hast, reicht er dir einen Zettel. Auf dem Zettel steht die Aufschrift nach Osten von Säurepfütze zu Statue. Von Säurepfütze zu Statue. Ja. In dem Moment springt der auf euch an und greift euch in eure Taschen und rennt mit ein paar Sachen weg, die ihr euch da rausgenommen hat. Ich habe in meiner Tasche noch das Amulett. Hat der Affe mein Amulett geklaut? Nein, aber ihr dürft euch gerade mal alle scharfen und spitzen Gegenstände, die ihr nutzt, gerade im Garten. Ich habe keinen scharfen Gegenstand. Alle Waffen. Was war's mit der Kartoffel? Zum Glück bin ich eine Mücke!
Alle okay, scharfen. Du stichst den Affen zurück. Alle scharfen Waffen, die scharfen Gegenstände, die ihr irgendwie hattet. Einmal. Behaltet sie, schreibt sie euch mal in Klammern. Also, ich sag's mal so. Werft sie nicht nur. Werft sie nicht raus. Diese Axt. Das einzige andere scharfe Ding ist der Pfeil in dem Schädel. Ihr könnt sie eventuell wieder kriegen. Ihr habt die Möglichkeit. Der Affe hat alles scharfe geklaut. Bin ich jetzt weg? Der Affe hat dich geklaut. Ist mein handgemachter Speer jetzt auch weg? Ja. Scharf und spitz. Als Schildkröte schaue ich mich jetzt nach Anne um und schaue, ob die noch da ist. Du wirst gerade von einem Affen weggetragen. Scheiße. Beiß nach dem Affen. Friss ihn auf. Ich beiß nach dem Affen. Während er mich wegtragen möchte, beiß ich nach ihm. Ja, beiß deine Fresse ein. Der Affe ist ziemlich überrascht, als ein Mensch vor ihm steht. So, ja. Okay. Er ist überrascht und trägt dich nicht mehr weg. Ich schlag sofort mit meinem Nagelbrett eine über. Willst du das wirklich machen? Er hat gerade die Sachen geklaut. Ja, ich will den schlagen. Du verfehlst ihn. Okay, der ist zu schnell, für dich. Ja, okay. Okay. Das Nagelbrett hat auch spitze Teile. Ja, aber ich war gerade eine Schildkröte. Ach so. Er konnte meine Sachen nicht klauen, wenn ich eine Schildkröte bin. Sind die 8 Minuten schon rum? Ja, du verwandelst dich übrigens auch, du fällst aus der Luft. Ich fliege nicht so hoch. Du fällst auch hart auf den Boden auf. Du fällst trotzdem. Du fällst halt einen Meter runter. Ich richte mich wieder auf. Und ich habe einen Hinweis erhalten und deine Spitzensachen wurden auch geklaut. Spitzenscharfen Sachen. So, irgendein Grund. Welche? Von wem? Von dem, der gerade eine Schild. Von euch allen. Aber ich war eine Mücke! Du hast gesagt, meine Gegenstände sind nicht da! Der Affe kommt nochmal. Lass ihnen die Sachen. Der Affe kommt nochmal zurück und holt euch nochmal alle Sachen. Ich hab keine Schafe. Ja, cool, dann schlage ich mit meinem Brecheisen auf den Affen ein. Der ist zu schnell für euch. Ich habe keine scharfen Gegenstände, Jupp. Der Affe kann nicht so schnell sein. Der ist so schnell. Hat auch jemand mit einer Schusswaffe. Schieße aber auf. Okay. Ey, du hast gesagt, er kommt zurück. Wir sind jetzt vorbereitet. Der Affe ist weg mit euren. Kugel in die Fresse. Der Affe ist weg mit euren Sachen. Ich habe keine scharfen Gegenstände dabei, er nimmt mir nichts weg. Dann tut er das nicht. Okay. Diskutiert nicht, sonst lasse ich ihnen alles abnehmen. Okay, das heißt, wir sind jetzt entwaffnet bis auf unseren Revolverhelden. Ja. Und wir sind wieder alle Menschen, richtig? Ja. Ich schaue jetzt ob irgendwo einen Ast finde, der ein bisschen größer ist, den ich als Schlagwaffe benutzen kann. Warum? Weil ich jetzt mein Nagelbrett nicht mehr habe. Tito. Okay. Ja, du findest einen guten Ast. Ich würfle nochmal auf Herstellen. Ich würde versuchen, eine Nahkampfwaffe aus meinem Zeug herzustellen. Ja, das gelingt mir, oder? Ja, gelingt mir. Das schaffst du. Gut, dann würde ich den eventuell sprechenden Schädel, das Brecheisen unten reinstecken und mit einem Seil festbinden. Wir haben eine Keule. Eine vielleicht sprechende Schädelkeule. Nicht sprechend. Vielleicht sprechend. Mir ist gerade eine Eingebung gekommen. Ich hole mein Handy aus der Hosentasche und schaue, ob das funktioniert. Tut's nicht. Okay. Schade. Dann hat irgendjemand Reis da? Nein, dann lasst uns weiterlaufen. Vorzüglich. Ihr habt einen Weg vor euch.